Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Beauty Tops und Flops Video. Die Produkte, die ich in den letzten Wochen und Monaten aufgebraucht habe, die zeige ich euch heute. Ich habe es wieder nach Kategorien geordnet und ich würde sagen, wir fangen mit den Produkten in der Haarkategorie an, weil das sind einige. Und ich lache gerade, weil ich mache diese Art von Videos ja schon echt lange. Und ich weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Haarprodukt gezeigt habe, meinte so, wow, oh mein Gott, krass, ich habe wieder mal ein Haarprodukt. Das passiert ja nicht so oft. Und ich glaube, jetzt habe ich kaum eine Sparte mit mehr Produkten, weil ich hatte euch ja erzählt, dass ich seit der Geburt meiner Tochter mich sehr viel mit dem Thema Haare beschäftigt habe und mir das irgendwie echt wichtig geworden ist und ich auch einen extremen Unterschied bemerkt habe, wie meine Haare sich anfühlen, wie sie aussehen, wie sie wachsen. Und ich bin einfach super zufrieden und happy. Und dementsprechend gibt es jetzt ein paar mehr Haarprodukte und ich kann euch vor allem mehr erzählen als früher. Okay, also erstmal habe ich einige Trockenshampoos. Ich benutze Trockenshampoo zwischen den Haarwäschen, ganz normal. Ich benutze Trockenshampoos aber auch für so ein bisschen Volumen. Das heißt, ich gebe mir im nassen Zustand nicht allzu viel in die Haare, sondern eher, wenn sie trocken sind und ich möchte, dass da so ein bisschen mehr Volumen ist in den Haaren, dann gebe ich ein bisschen Trockenshampoo so unter das Haar quasi und massiere das dann ein. Und irgendwie dadurch, dass das so ein bisschen trocken ist, hält es irgendwie und sieht voluminös aus und hält auch ziemlich gut. Das heißt, ich benutze Trockenshampoo eigentlich sehr, sehr oft und deswegen gibt es in diesem Video einige zu sehen für euch. Unter anderem dieses hier. Ich bin wieder mal bei Batiste gelandet. Jetzt hat es gerade an der Tür geklingelt und ich habe total den Faden verloren. Auf jeden Fall ist das Batiste Trockenshampoo Overnight Fresh. Und ich weiß nicht, warum mich das angesprochen hat, obwohl doch, ich weiß es schon, weil es einfach schön aussah. Weil, wie gesagt, ich benutze halt Trockenshampoo den lieben langen Tag, nicht nur über Nacht. Und ich fand es auf jeden Fall gut. Ich finde, bei Batiste ist halt gut, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die sind nicht allzu teuer, funktionieren gut und haben einen nicht allzu extrem weißen Rückstand. Aber das geht auf jeden Fall besser. Das hier zum Beispiel hat überhaupt keinen weißen Rückstand hinterlassen. Und es ist lustig, weil ich habe euch von der gleichen Firma ein anderes gezeigt, wo das ganz schlimm war. Das ist das Invisidry Shampoo von Maria Nila. Auf jeden Fall fand ich das super, weil das halt wirklich transparent ist. Funktioniert trotzdem wie ein Trockenshampoo, aber ich konnte es kaum aufbrauchen. Das tut mir total leid, weil ich mag die Produkte der Marke ja eigentlich echt gerne. Aber das riecht so extrem und es ist ein Geruch, der mir so richtig in die Nase gestiegen ist und so unangenehm war. Und dementsprechend war das echt so ein und das ganze Bad hat auch danach gerochen. Also ich glaube, wenn es keinen Geruch hätte, dann würde ich das nachkaufen, definitiv. Machen wir gleich mal weiter mit den ganzen Trockenshampoos, dann haben wir es hinter uns. Von denen hier habe ich, ich weiß gar nicht, wie viele Backups immer noch. Und ich meine, wann war ich in den USA? Das ist ein Trockenshampoo, was man meines Erachtens zumindest nicht in Deutschland bekommt. Ich habe das in den USA gekauft, ganz normal in der Drogerie von Dove. Und das ist das Fresh Coconut Dry Shampoo. Ich habe davon alle möglichen Sorten. Das ist aber mein Liebstes. Das riecht nämlich unglaublich angenehm. Ich finde sowieso, Dove hat immer sehr, sehr schöne Gerüche. Aber das riecht ganz lecker, leicht fruchtig, tropical, aber so ganz leicht und trotzdem frisch. Also sehr angenehm. Und was ich bei denen halt gut finde, das ist quasi wie Batiste, aber besser. Also es ist ein sehr guter Preis, sehr ergiebig, es funktioniert toll. Aber ich habe wirklich kaum überhaupt irgendwie einen weißen Schleier auf dem Haar. Und deswegen bin ich froh, dass ich noch ein paar davon habe. Mal schauen, was ich mache, wenn die alle sind. Also wenn ihr mal irgendwo seid und die Trockenshampoos seht, probiert die mal. Und dann das letzte Trockenshampoo ist definitiv in der Luxussparte. Und Gott sei Dank dementsprechend auch gut für den Preis, den man daneben zahlt. Das ist von Kérastase Fresh Affair Refreshing Dry Shampoo. Und das, es riecht einfach so gut. Also ich muss echt sagen, es ist so lustig. Die Kérastase-Produkte riechen alle unterschiedlich, aber alle
richtig, richtig gut. Und ich bin da super kritisch, was Gerüche angeht. Und immer, wenn ich ein Produkt benutzt habe oder mehrere von Kérastase, fragt mich Pamlo, was ich für ein Parfum trage. Sei es das Öl, sei es das Trockenshampoo, Shampoo normal, also alles Mögliche ist total lustig. Und also das riecht sehr angenehm. Und das ist ja das Tolle eigentlich daran, die Gelegenheit, dass man das ja im Haar hat und möchte, dass das Haar wieder ein bisschen erfrischt wirkt, dass es dann eben auch besser und gut riecht und angenehm und Leute an dir vorbeilaufen und denken, oh mein Gott, frisch gewaschenes Haar, das habe ich mit dem. Das funktioniert super und ich habe null weiße Rückstände. Also das werde ich auf jeden Fall nachkaufen, ist auf jeden Fall das teuerste von allen, lohnt sich aber in meinem Fall auf jeden Fall, weil ich eben dunkles Haar habe und alles, was halt irgendwie mehr Arbeit, das ist Quatsch für mich. Dann eine Shampoo-Reihe bzw. eine Haarpflegereihe und das ist jetzt das Shampoo, was ich alle gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich fand das ganz schlimm. Das ist von Pure 97, das Lavendel- und Pinienbalsam aufbauendes Shampoo für geschädigtes Haar. Hat sehr, sehr gut gerochen. Ich liebe den Geruch von Lavendel, ich finde es ganz toll und auch dieser Piniengeruch. Super entspannt, aber das war es dann auch. Also sowohl Shampoo als, kann ich auch jetzt schon sagen, auch wenn der Conditioner immer noch nicht alle ist, beides hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das Shampoo hat meine Haare sehr ausgetrocknet. Der Conditioner hat meine Haare überhaupt nicht ausreichend gepflegt und ich habe jetzt nicht die trockensten Haare der Welt. Und gerade dadurch, dass ich mich ja gerade viel mit Haarprodukten auseinandersetze und Haarprodukten, die eben für meine Haare perfekt geeignet sind, war das wirklich ein Pain, das aufzubrauchen. Also das habe ich ehrlich gesagt dann auch an Pablo weitergegeben. Das hier habe ich nicht an Pablo weitergegeben und das habe ich tatsächlich schon nachgekauft. War lange in meiner Dusche, deswegen sieht es dementsprechend aus. Aber spricht dafür, wie ergiebig das ist. Das ist für mich Top 3 aller Shampoos, die ich jemals probiert habe für meinen Haartyp. Das ist von Pureology, das Strength Cure Shampoo for Damaged Color Treated Hair. Ohne Sulfate, vegan und das riecht super gut. Super, super gut. Sehr, sehr classic Shampoo Geruch und auch der Conditioner ist der Hammer, da habe ich noch ein bisschen drin. Beide Produkte sind perfekt für mich geeignet, weil ich habe sehr feines Haar, aber gefärbtes Haar. Das heißt, ich brauche Pflege, aber es darf meine Haare nicht beschweren und gleichzeitig auch die Haare nicht weiter austrocknen. Und das Shampoo, davon braucht man wenig. Das schäumt richtig gut auf, dafür, dass es trotzdem so mild formuliert ist. Ich habe das Gefühl, dass meine Haare seitdem gestärkter sind und sich kräftiger anfühlen. Der Conditioner ist super, auch wenn ich gerade nicht über den Conditioner eigentlich spreche, aber der Conditioner ist auf jeden Fall auch super. Egal, auf jeden Fall, da habe ich einen extremen Unterschied gemerkt und deswegen habe ich mir das sofort nachbestellt, nachdem das noch nicht mal alle war. Im Gegensatz zu den beiden Produkten und ich muss sagen, Packaging, Ästhetik ist der absolute Hammer, aber ich bin echt enttäuscht. Das sind von Orbay. Einmal das Shampoo for Beautiful Color und der Gold Lust Repair and Restore Conditioner. Ich habe so viele positive Reviews gesehen zu diesen Produkten oder zu der Marke generell. Die sind wahnsinnig teuer. Also ich glaube, ich habe selbst für diese Mini-Reisegrößen 20 Euro oder so gezahlt. Also es ist wirklich abstrus. Und dann habe ich gedacht, okay, die werden meine Haare verändern. Das wird perfekt sein. Ich muss euch sagen, bei dem Shampoo habe ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt zu einem Okay-Shampoo, was man eigentlich in der Drogerie auch bekommen würde. Der Conditioner war gut, aber auch da auf gar keinen Fall das Geld wert. Und ich habe nicht so einen Unterschied gemerkt wie bei denen von Pureology. Und die sind auch nicht günstig, aber im Gegensatz zu denen auf jeden Fall günstig. Und ja, ich glaube, es hat mir so ein bisschen die Lust genommen, mehr davon auszuprobieren. Thema Mama und Baby. Da habe ich ein paar Produkte oder wir haben ein paar Produkte aufgebraucht. Und die hier wollte ich euch ans Herz legen. Die gehen bei uns regelmäßig alle und wir alle lieben sie sehr. Das ist die Baby Dream Natural Reihe. Und von den Produkten haben wir alle und finden auch alle echt gut. Das ist jetzt hier einmal die Pflegecreme. Die benutzen wir am ganzen Körper, im Gesicht. Die ist einfach super pflegend, ist aber sehr leicht, lässt sich gut verteilen. Man muss da nicht irgendwie lange irgendwie einarbeiten oder so. Und was ich an den Produkten übrigens sehr, sehr schön finde, die sind also von der Rossmann Eigenmarke, das heißt relativ günstig. Das ist Naturkosmetik, die sind ohne Parfum, ohne Duftstoffe, ohne Mikroplastik, ohne Silikone. Ja, das gab es eigentlich kaum.
wirklich kaum bei allen Babyprodukten, die es so gibt. Das finde ich echt ein Armutszeugnis. Aber noch dazu funktionieren die einfach gut. Also die Pflegecreme haben wir, weiß ich nicht, wie oft schon nachgekauft. Die könnte größer sein. Und dann einmal das Waschgel und Shampoo. Da machen wir so ein ganz klein bisschen mit in die Wanne, wenn wir baden, weil das so ein bisschen aufschäumt und das ist dann halt ein bisschen spannender als nur Wasser. Aber wir benutzen ehrlich gesagt in der Badewanne nicht so viel. Das heißt, hiervon haben wir jetzt nicht so viele aufgebraucht. Aber trotzdem ist es halt sehr, sehr schön, weil es sehr mild ist. Und ich finde, gerade bei Babys muss man sehr aufpassen, weil da muss man erst recht nicht mit irgendwelchen extrem austrocknenden, reinigenden Inhaltsstoffen, wie beende ich jetzt den Satz, die muss man einfach nicht benutzen bei Babys. Und deswegen finde ich toll, dass das so mild formuliert ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten, wie gesagt. Dann hier noch die letzten Stilleinlagen, die ich jetzt so aufgebraucht habe. Und das hier sind meine allerliebsten, wenn ich unterwegs bin und wirklich möchte, dass man nichts von der Stilleinlage durchs Oberteil sieht. Die sind von Medela, die heißen Safe and Dry Ultra Thin Einwegstilleinlagen. Und für unterwegs finde ich die wirklich toll. Aber nicht unbedingt für den Anfang, wenn der Milcheinschuss kommt und man da irgendwie alle 5 Minuten gefühlt wechseln muss. Aber so nach ein paar Monaten, wenn man unterwegs ist, habe ich die immer, immer, immer dabei gehabt und finde die toll. Für zu Hause sind natürlich auch die Mehrwegstilleinlagen super, aber für unterwegs fand ich das jetzt nicht besonders ästhetisch. Dann habe ich hiernach so lange gesucht, das ist von Frosch, das Babywaschmittel, weil das eben hypoallergen sein soll, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsmittelzusatz und ich dachte ohne Duftstoffe. Aber dann habe ich es einfach mit nach Hause genommen, weil ich so fasziniert war, dass ich es in einem Rossmann entdeckt habe und dann gerochen habe und dachte so, oh, das riecht aber doll. Und dann habe ich geschaut und hier sind Inhaltsstoffe drin. Ja. Ganz normal Duftstoffe und dann auch nochmal Kamillenextrakte. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen dem und dem Sensitiv-Shampoo? Weil das ist definitiv teurer, gehe ich mal stark davon aus, weil alles, wo Baby draufsteht, ist teuer. Aber an sich finde ich das gut, es funktioniert gut. Es riecht jetzt auch nicht so extrem wie Persil oder Ariel oder sowas. Aber ich habe es jetzt nicht nochmal nachgekauft, beziehungsweise doch, ich habe es letztens nachgekauft, weil es im Angebot war. Aber ansonsten haben wir halt eh immer das Sensitiv-Waschmittel zu Hause von Frosch und es funktioniert auch super und riecht auch nicht so doll. Und dann wollte ich euch noch zeigen, als Vergleich zu dem Waschgel von eben hat DM diese Babylove-Marke und die haben das Kopf-bis-Fuß-Waschgel sensitiv und hier ist aber Parfum dran. Das finde ich nicht gut. Also ich habe das mitgenommen, weil wir gereist sind und ich das gesehen habe und dachte, oh, sensitiv, super, nehme ich mit und dann habe ich das halt zu Hause gesehen. Aber wir haben jetzt einfach das Waschgel dann da reingemacht oder was auch immer. Ne? Ihr könnt euch da ja irgendwie so ein Reiseding kaufen und das da reinfüllen. Also das finde ich auf jeden Fall besser als das hier. Das riecht halt sehr nach typischem Babygeruch. Es riecht sehr angenehm. Ich fand es aber wesentlich austrocknender. Und es hat auf jeden Fall mehr Schaum gemacht in der Badewanne als das andere. Was auch wieder eher zeigt, dass das ein bisschen extremer war und das andere milder ist. Thema Gesichtspflege mit meiner liebste Kategorie, wie ihr wisst. Und da habe ich sehr viele Seren alle gemacht. Ich liebe ja Seren. Feuchtigkeit, komm her zu mir. Ich habe so feuchtigkeitsarme Haut immer noch. Und gerade Seren machen einfach so einen krassen Unterschied. Ich war irgendwann mal bei TK Maxx und habe mich wie Bolle gefreut, als ich die Marke Algenist gesehen habe. Die kenne ich aus den USA, beziehungsweise von meiner Freundin, die sie mir vor Jahren gezeigt hat. Die Produkte sind sehr teuer, aber sehr wissenschaftsbasierend und funktionieren für mich einfach immer richtig gut. Aber ich sehe den Preis immer nicht so wirklich ein. Und dann habe ich dieses Riesenserum gesehen und habe gedacht, das muss ich mitnehmen. Das ist das Concentrated Reconstructing Serum. Und da sind ganze 120 Milliliter drin. Zum Vergleich mal ein normales Serum. 30 Milliliter genau. Also das ist normales Serum von der Größe. Und hier ist einfach so, so viel mehr drin. Das heißt, das war vom Preis echt voll okay. Also das hat 30 Euro gekostet und das für 120 Milliliter ist echt nicht viel für diese Marke, gar nichts eigentlich.
Und dann habe ich das mal gegoogelt und habe gesehen, wahrscheinlich war das so ein Produkt, was bei QVC oder so in so einem Maxi-Format verkauft wurde und es hat sich nicht verkauft, weil vielleicht die Marke da noch nicht bekannt genug war oder so, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich es dann eben bei TK Maxx gefunden und ich fand das richtig gut. Also ich kann euch nur empfehlen, da immer mal zu schauen, weil die teilweise Kate Somerville, Elginist und wirklich tolle Marken haben zu einem wesentlich günstigeren Preis, die man dann eher mal ausprobieren kann. Das hat mir richtig viel Feuchtigkeit gegeben, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Haut so ein bisschen straffer sich angefühlt hat und glatter. Und mein Hautbild ist auch ebenmäßiger geworden. Also ich finde das echt toll. Ich weiß allerdings nicht, ob es das noch so gibt. Aber ich will mir auf jeden Fall jetzt mehr von Elginist angucken und hoffe, dass ich beim nächsten Mal TK Maxx wieder sowas finde. Dann hatte ich das eben gerade schon kurz gezeigt. Das ist von Innisfree das Green Tea Seed Serum. Das hatten wir auf unserer Pressereise bekommen, vor ein paar Jahren, als wir in Korea waren. Und es riecht, glaube ich, riecht das nach irgendwas? Doch, ja klar, das riecht unglaublich angenehm. Was ich ja immer nicht so gut finde, wenn Produkte so stark beduftet sind, aber das riecht, also davon hätte ich gerne ein Parfum, jetzt erinnere ich mich. Auf jeden Fall hat Pablo davon, glaube ich, schon 3 oder so aufgebraucht und die anderen einfach weggeschmissen. Aber das konnte ich ihm noch abnehmen. Also er liebt dieses Serum über alles. Er hat eher trockene, sensible Haut und kommt damit aber sehr, sehr gut klar, auch mit den Duftstoffen. Ich habe es dann eben nicht benutzt, aber es riecht sehr, sehr gut. Und generell bin ich ja ein Fan von den meisten koreanischen Marken und dieser Innovation, was Inhaltsstoffe und Technologien angeht. Und auch das ist ein Serum, was eben sehr, sehr gut Feuchtigkeit spendet. Hier ist auch sehr viel drin und der Preis stimmt. Und dann habe ich euch die letzten Videos immer mal wieder was von The Inky List gezeigt. Ich mag diese Marke einfach so gerne und ja, Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Und ich habe so viel gefunden, was wirklich so einen Soforteffekt hatte. Das hier ist zum Beispiel das Polyglutamic Acid Helps Lock and Moisture. Soll wie Hyaluronsäure funktionieren, aber mal irgendwas, mal 10 oder so. Also noch viel mehr Feuchtigkeit spenden bzw. eben Wasser in der Haut behalten. Und dann da nochmal eine Creme drüber, lässt einfach die Haut aussehen wie gerade irgendwie 10 Liter Wasser getrunken. Sehr, sehr, sehr glatt fühlte sich die Haut danach an. Es ist ein ganz tolles Gefühl auf der Haut. Die Haut sieht prall und strahlend aus und einfach überhaupt nicht mehr feuchtigkeitsarm. Beziehungsweise sieht sie dann immer so ein bisschen trocken und fahl aus und das eben mit dem nicht. Haha, und dann Pablos neue Liebe. Ich hatte davon irgendwann mal eins in der Goodie Bag. Das ist von Estee Lauder der Klassiker. Das Advanced Night Repair Serum. Was ich in meiner Jugend immer gesehen habe und dachte, wow, das ist so für die gestandene, erwachsene Frau, die ich ja jetzt bin. Und deswegen habe ich es jetzt auch benutzt. Und der Geruch ist super gewöhnungsbedürftig. Aber, also Wirkung ist wirklich super. Das wurde vor ein paar Jahren auf jeden Fall nochmal reformuliert und hat jetzt tolle, tolle Inhaltsstoffe drin. Pablo meinte, es gibt kein Serum, auch nicht das von Innisfree, was er besser verträgt und wo er mehr Soforteffekt sieht als das hier. Also er sagt, danach sieht seine Haut irgendwie nicht mehr so trocken aus. Er hat manchmal so rote Stellen, die hat er da überhaupt nicht. Und hat sich das tatsächlich sofort nachgekauft, nachdem das alle war. Das hätte ich echt nicht gedacht, weil das ist nicht günstig. Und wir benutzen es wirklich beide sehr, sehr gern. Ich bin gespannt, was so die Langzeitwirkung angeht. Boah, haben wir viele Serien verbraucht? Das ist Wahnsinn. Hier habe ich einmal das COSRX Propolis Light Ampoule. Das habe ich auch in Korea gekauft, als wir das letzte Mal da waren. Und lange nicht benutzt, weil ich wirklich viele Serien eben zu Hause habe. Das ist so ein bisschen honigartig von der Konsistenz. Ich würde sagen, das ist eher was für Herbst-Winter, weil es ja, einfach von der Konsistenz ein bisschen dicker ist als andere Serien. Aber ich mag COSRX als Marke sehr gerne. Ich finde die Produkte eigentlich immer alle sehr, sehr gut funktionierend. Und auch das ist eben ein Serum, was sehr feuchtigkeitsspendend ist. Und ich habe sogar das Gefühl, noch mehr pflegt. Also für trockene Haut wirklich toll. Und dann hier so ein Produkt, wo ich wieder nicht weiß, was ich davon halten soll.
Irgendwie werde ich nicht so richtig warm mit der Marke. Das ist von No Cosmetics, das Slow Aging Serum. Die Produkte bekommt ihr ja in der Drogerie. Die sind mit die teuersten Produkte, die man in der Drogerie bekommen kann. Oft auch hinter Glas. Und ich habe irgendwann gesagt, so, jetzt will ich die mal so richtig testen und habe wirklich die Bank weg, alles Mögliche mitgenommen. Ich habe hier gleich noch ein Produkt. Aber irgendwie habe ich noch kein Produkt gefunden, wo ich sage, das hat mich so komplett abgeholt. Also das ist das, ist ein veganes Serum, Slow Age Effekt mit Panthenol, also so ein bisschen beruhigend. Ich fand es okay, aber ich hatte, wie gesagt, nicht das Gefühl wie bei den anderen Serien, oh, meine Haut ist sofort prall oder strahlend oder richtig gut mit Feuchtigkeit versorgt. Es war eher so ein leicht wirkendes Serum. Weiß ich nicht, kann es nicht anders beschreiben. Vielleicht funktioniert das für öligere Haut besser. Und dann habe ich hier die Hypersense Pink Power Cream. Ich hatte eine ähnliche in Blau, die fand ich ganz schlimm, die 125-Stunden-Creme. Die war, also da hatte ich das Gefühl, das ist wirklich nur was für extrem ölige Haut. Die war sehr, sehr leicht. Die ist auf jeden Fall reichhaltiger. Ich würde sagen, die ist für mich im Frühling, Sommer gut. Aber auch die wäre für mich nicht ausreichend im Herbst, Winter und meine ja, sehr trockene Haut. Dementsprechend habe ich das Gefühl, die beiden Produkte sind schon mit die besten aus der ganzen, von der ganzen Marke. Aber meiner Meinung nach trotzdem eher was für ölige bis vielleicht normale Haut. Aber noch ganz kurz zur Marke generell. Sehr innovativ, für Deutschland wirklich tolle Inhaltsstoffe, mild formuliert. Aber das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Alle Produkte sind bei mir sehr schnell alle. Das Serum hat nur 20 Milliliter enthalten, die Creme 50, aber es ist alles immer so sehr dünn und deswegen benutzt man sehr viel und muss sehr viel und sehr schnell nachkaufen. Das hat mir nicht so gefallen. Dann haben wir drei Cremes. Zwei davon sind der Shit. Fangen wir mit der an, die ich okay fand. Das ist von Kiehl's, die Calendula Serum Infused Water Cream. Die habe ich benutzt, weil ich halt alles jetzt mal aufbrauchen wollte, was ich noch so hatte. Hatte ich irgendwann mal zugeschickt bekommen. Ist, wie der Name sagt, eben sehr, 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 sehr leicht. Also für mich eher was für den Hochsommer und wenn ich wirklich nur was ganz Leichtes auf der Haut möchte, was ich nicht so spüre. Dann fand ich sie aber sehr gut, aber ansonsten für mich zu wenig Pflege. Aber diese beiden, die habe ich euch auch in meiner letzten Hautpflegeroutine gezeigt, sind der Wahnsinn. Die habe ich auch beide schon nachgekauft, weil ich beide toll finde. Okay, einmal ist das japanische Skincare von Hada Labo, die Alpha Cream. Und da ist jetzt nichts mehr drin. Die ist sehr gewöhnungsbedürftig von der Konsistenz. Die fühlt sich so ein bisschen wie Pudding an. Die ist gleichzeitig leicht, lässt sich einfach verteilen, ist aber trotzdem reichhaltig. Die Haut sieht glowy aus. Vor allem in Kombination mit den Serien, die ich euch eben empfohlen habe, sieht die Haut halt aus, als hätte man gerade 300 Liter Wasser getrunken. Super prall, strahlend, gesund. Ich habe die gut vertragen, da sind keine Duftstoffe drin. Die ist toll, wirklich. Und dann eine ja, sehr hochpreisige Creme, das ist von Clinique, die Clinique Smart Clinical Cream. Hier steht Age Transformer. Müsste ich jetzt die Langzeitstudie mit euch machen. Hier ist wirklich nichts mehr drin. Die hat Pablo auch geliebt und sich jetzt nachgekauft. Die plus das Advanced Night Repair Serum hat er sich jetzt beide nachgekauft und benutzt die gerade in Kombination und sagt, seine Haut war noch nie besser. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich finde die auch so, so gut. Also für normale bis trockene Haut ist die wirklich richtig, richtig toll. Die ist reichhaltig, die pflegt. Die ist eigentlich ähnlich wie die von Hada Labo, aber da benutzt man irgendwie noch weniger von. Die war also dementsprechend ein bisschen ergiebiger und ich hatte das Gefühl, dass die Haut noch so ein bisschen praller und straffer aussah. Genau, das hat die von Hada Labo jetzt nicht gemacht. Jetzt noch ein Produkt aus Korea, was ich jetzt nicht so prall fand. Das ist der All Clean Balm von Heimisch. War sehr gehypt, ist total süß, kommt hier mit so einem Spatel und dann ist das Produkt hier drin. Ihr wisst, dass ich
Cleansing Balms liebe, aber der war irgendwie von der Konsistenz nicht ausreichend genug. Also ich hatte das Gefühl, der hat sich nicht richtig gut verteilt. Ich habe das irgendwie nur von links nach rechts geschoben und mein Make-up ging einfach nicht so einfach runter. Und das erwarte ich bei so einem Balm, deswegen keine Empfehlung. Dann hier der Dr. Barbour Refine Cellular Detox Lipo Cleanser. Den habe ich sehr lange in meiner Dusche gehabt. Kann ich nicht empfehlen. Hier sind irgendwelche Duftstoffe drin, die ich überhaupt nicht vertrage. Und dementsprechend musste ich sehr aufpassen, dass es nicht ins Auge kommt. Und generell an sich ein super schönes Produkt. Fühlt sich gut an, reinigt gut, ist nicht austrocknend. Aber die Duftstoffe habe ich auf langer Sicht nicht vertragen. Dann habe ich tatsächlich zwei dekorative Kosmetikprodukte alle gemacht. Ich glaube, dass im nächsten Video dieser Art vielleicht noch mehr kommen könnte, weil gerade viel alle wird. Und zwar ist es von Max Factor der Brow Shaper. Das ist ein Augenbrauenstift in der Farbe Brown 20. Kommt hier mit so einem kleinen Pinsel und einem sehr, sehr dünnen Stift. Den finde ich toll. Also ich habe noch einige zu Hause, aber den würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Der ist wirklich, kann mithalten mit High-End-Produkten. Ich finde den Pinsel gut, ich finde die Farbe gut, ich finde die Konsistenz gut. Der ist nicht zu hart, der ist nicht zu weich. Einfach toll. Und dann dieses Produkt, was einfach der Hammer ist. Ich habe es euch schon so oft gezeigt und empfohlen. Und ich glaube, dass es diese Make-up-Reihe von Marc Jacobs aber gar nicht mehr gibt. Und zwar ist das Marc Jacobs Adlashed Mascara Blacker. Und die ist der Hammer. Also die Bürste sieht irgendwie vielleicht ein bisschen nichtsaussagend aus, aber die, also hier steht, glaube ich, Lifting and Voluminizing und sie macht genau das. Sie gibt den Wimpern Schwung, sie ist volumengebend, sie ist super schwarz, sie bröckelt nicht. Also wirklich eine der top, top, top Mascaras, die ich bis jetzt so getestet habe, weshalb ich so traurig bin, dass ich die nicht mehr finde. Körperpflegeprodukte, da habe ich auch einige. Einmal Thema Pinselwaschen. Hatte ich euch bei Instagram gefragt, was ihr da empfehlen könnt, was ihr benutzt und dass ich etwas möchte, was nicht so extrem reizend ist, wie zum Beispiel eine Gallseife oder eine Kernseife. Und da hatten mir einige diese 0% Sulfat SLES Duschgele empfohlen von Dove. Das ist jetzt die reichhaltige Pflege. Hier dann nochmal ein Exemplar Dove Hydra Pflege. Auch ähnlich wie die andere, aber eben mit Aloe und Birkenwasser. Und da fand ich auch den Geruch wieder gut. Aber im Prinzip das gleiche wie die andere. Fand ich gut, fand ich irgendwie milder als andere. Aber würde ich die jetzt nachkaufen? Vielleicht. Diese Bodylotion fand ich nicht reichhaltig genug. Ich glaube, die ist nur was für den Hochsommer. Ich könnte mir vorstellen, die vielleicht in den Kühlschrank zu packen oder so. Dass die dann wirklich so ein bisschen erfrischend ist, aber ansonsten ist mir die nicht reichhaltig genug. Mixer Hyaluro Fresh Body Lotion. Da brauche ich eigentlich meistens mehr. Und irgendwie, was ist denn da los? Ich habe so viel von Dove aufgebraucht. Dove Invisible Dry Moisturizing Cream Deo mit 0% Alkohol, 48 Stunden. Fand ich okay. Ist es jetzt das beste Deo auf dem Markt? Für mich nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt immer noch keins gefunden, was für mich funktioniert. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe wirklich so viel von euren Empfehlungen gekauft. Nichts funktioniert. Und dann haben wir hier noch ein paar Handseifen. Einmal Isana Summer Nights mit Kokos und Orange. Das fand ich ja so süß. Da stehen Kopfnote, Herznote, Basisnote drauf. Richtig cute. Riecht ein bisschen wie so Pina Colada gemischt mit Nivea Fresh. Also sehr lecker. Dann Pfirsichblüte-Sensitivseife von Frosch. Die ist irgendwie nervig gewesen. Sehr künstlich pfirsichmäßig. Und Isana milde Seife sensitiv für empfindliche Haut. Die kaufe ich eben halt immer mal nach, weil die halt nicht so wirklich doll beduftet ist. Sehr, sehr mild und leicht. Und die kaufe ich immer so zwischen den sehr bedufteten Handseifen. Finde ich einfach preis-leistungsmäßig gut. Ich kaufe die halt immer, wenn die im Angebot sind. Und als letztes Blenderme 3D White Luxe mit Aktivkohle. Hatte ich irgendwann mal ganz viel zugeschickt bekommen und ich fand dieses ganze Aktivkohle-Ding irgendwie immer so ein bisschen suspekt. Was denkt ihr? War das irgendwie so ein Trendding? Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe viel Positives drüber gehört, dann viel wissenschaftlich belegt dagegen. Und I don't know. Ich habe auf jeden Fall die Zahnpasta einfach benutzt und muss aber sagen, wenn, dann benutze ich ja immer diese Arctic, glaube ich.
Und die funktioniert halt einfach gut, wenn man die Zähne halt weiß haben möchte. Die würde ich nicht nachkaufen. Und das war's zu dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Ciao.